HSV-TV-Partner 2016-17, der Schmutzjäger. Regelmäßig, gründlich, Ihr Spezialist für ein sauberes Treppenhaus. Hallo liebe Fußballfreunde, hier ist die Evora Arena mit einem der beiden Topspiele des 11. Spieltages. Die Hammerspielvereinigung empfing als Tabellenführer den ambitionierten TuS Erntebrück, der nur 2 Punkte weniger als der Gastgeber auf dem Konto hat und hier mit geballter Regionalliga-Erfahrung antrat. Gleich 10 TuS-Spieler der Startelf hatten im vergangenen Jahr insgesamt 187 Einsätze in Liga 4. Zum Vergleich, bei der HSV sind es 4 Spieler und die bringen es gerade auf 49 Einsätze. Ja, und als hätten sie das im Hinterkopf, begannen die Gastgeber in den roten Trikots hochnervös. Keine Minute um, Fuchs mit einem Pass ins Leere. Erntebrücks Philipp Böhmer zur Stelle, hat den Raum für den Pass in die Spitze auf Edinho Junior. Aber der kommt zu spät, Philipp Fadal einen Tick schneller. Erntebrück von Beginn an besser im Spiel. Das ist Rechtsverteidiger Saka eigentlich im Mittelfeld zu Hause. Das merkte man ihm an, da ist Böhmer jetzt direkt auf Edinho. Aber toller Reflex vom Hammer-Torhüter. Der Nachschuss verunglückt und dann heißt es nichts wie raus mit der Kugel. Immer noch die Anfangsphase. Hams unveränderte Startelf hatte große Schwierigkeiten mit dem Gästepressing. So gehörte auch die nächste Chance den Blauen. Sakas Hereingabe für Tabaku. Noch ein Problem bei den Platzverhältnissen, wundert mich das nicht. Aber dann sorgt der Schuss von Lima Ribeiro nochmal für Gefahr. Lima Ribeiro, der Verteidiger mit seinem starken linken Fuß, zieht rechts vorbei. Er also heute doch an Bord. Hinter ihm stand ja noch ein Fragezeichen. Ansonsten ersetzte Erntebrücks Trainer Florian Schnorrenberg den rot gesperrten Andrianic durch den Portugiesen Gomes Pereira und Cibilko durch Böhmer. Auf Hammerseite dann ein früher Wechsel. Ivan Cicevic kam schon in der 11. Minute für den angeschlagenen Daniel Gataric. Ivan Cicevic ging auf die 10. Dalibor Gataric übernahm damit die Defensivarbeit seines Zwillingsbruders. 12. Minute, Freistoß HSV, Serones Freistoß auf den gerade Eingewechselten, ist Hams erste Torannäherung überhaupt und landet sicher bei Timo Becker. Ansonsten viel Sand im Getriebe der Rotblusen. Der lange Ball von Kalioglu blieb in der ersten Halbzeit eben nicht der einzige Fehlpass. Nach vorn lief nicht viel. Erntebrück wirkte spritziger, hatte mehr Ballbesitz und besaß eben auch mehr Möglichkeiten in Führung zu gehen. Wie die hier von der 21, Edinho Junior nach einer Flanke von Saka. Langsam fragte man sich, was war los bei der Spielvereinigung? Gerade erst war Daniel Gataric runter. Da humpelte seit der 15. Minute auch Mike Piel nach einem Zweikampf mit Böhmer. Und dann ging es schließlich auch bei ihm nicht mehr. Auf der Hammerbank verzogen sich die Gesichter. Schon nach gut 20 Minuten 2 Ausfälle mit Piel verlor die HSV zudem einen ihrer Topscorer. Yüksel Terzicic sollte ihn jetzt ersetzen. Das Konzept von Trainer Hosiak schon jetzt hinfällig geworden. Mut machte da immerhin Philipp Fadal rechtzeitig unten beim platzierten Freistoß von Saglam. Dann aber mal ein Eckstoß. Der HSV 26. Minute. Timo Becker kann klären, aber weiter. Ballbesitz haben, das ist Kalioglu raus auf Cerone. Und er zeigt jetzt, wie es gehen könnte. An Edinho vorbei. Größte Chance der HSV. Aber dieser Timo Becker ist ein Spielverderber. Guter Reflex von ihm. Viele dachten erst, das Ding wäre an die Latte gegangen. Aber es war Erntebrücks Torwart, der hier dafür sorgte, dass Hamm nicht urplötzlich 1:0 in Führung geht. Auf der anderen Seite hatte dann Fadal nicht annähernd so viel Mühe, einen Distanzschuss von Erntebrücks Kapitän Tim Traude zu entschärfen. Und danach erlaubte sich die HSV wieder eine Fahrlässigkeit beim Aufbauspiel und ruckzuck waren sie auch schon wieder mit 3 Mann vorne. Aber hier auch Hamm ganz schnell wieder hinten. Dalibor Gataric stellte Böhmer dann noch und der schickte erstmal die Frage gen Himmel. Was habe ich getan, dass ich diese Chance liegen lasse? Was man Cerone angetan hatte, das wusste hier in der 34. Minute auch niemand. Ohne Fremdverschulden lag er auf der rechten Außenbahn. Es wurde ziemlich ruhig und wer Lippen lesen kann, der schaut jetzt mal genauer hin. Jawohl, Odonko hat's ausgesprochen, das Wort mit SCH. Da kann er sich jetzt auch nicht mehr rausreden. Aber in der Tat, neben der Sorge um Giacomo Cerone, dem hier ganz schwarz vor Augen wurde, dem es später zum Glück aber wieder besser ging, durften die Hammer das, was in der ersten Halbzeit hier verletzungsbezogen vor sich ging, gern auch mal beim Namen nennen. 6 Minuten Unterbrechung für Cerone kam André Born. Eine dicke Chance hatte das Spiel vor der Pause. Dann aber auch noch parat. 45. Flanke von Treude. Fuchs und Edinho verpassen Pereira. Und Achtung, Nino Saka an den Pfosten. Der Kongolese verpasst hier der HSV noch einen weiteren Schlag mitzugeben. Eine butterweiche Flanke findet den harten Pfosten.
Glück für Hamm. Dennoch ein bitterer erster Durchgang für den Gastgeber. Binnen 34 Minuten, drei Ausfälle. Cerone zuletzt in Topform, nun also auch. Eine schwere Aufgabe, gerade für die eingewechselten Spieler auf den Flügeln. Vergessen wir nicht, Born ist kürzlich erst 19 geworden. Terzicic 21. Zweiter Durchgang, gleich zu Beginn wieder mal ein Freistoß. In dem Fall für Hamm. Moy führt aus. Gute Schussposition für Gataric. Und er senzt drüber. Gefährlicher Moment jetzt für die HSV. Links bekommt Lima Ribeiro die Kugel. Thume trennt ihn dann aber doch sauber vom Ball. Kevin Thume ist ja auch noch keine 20. Heute eine verlässliche Größe da hinten. Überhaupt gestaltete sich das Spiel jetzt ziemlich ausgeglichen. An Spielfluss war in dieser hart umkämpften Partie aber nicht zu denken. Viele Unterbrechungen durch kleine Fouls. Hier wird Lohheider zum Ärger der Zuschauer zurückgepfiffen. Ja, richtig. Er zog hier am Trikot, aber Treude bewegte sich auch auf schmalem Grat. Hakt sich hier ein. Dabei will er den Lohheider doch nicht heiraten. Was soll's. Verheißungsvolle Chance dahin. Achtmal zückte Schiri Fabian Maibaum übrigens gelb. Ein Hinweis vielleicht darauf, wie es hier zur Sache ging. In der 71. Minute erst wieder eine Möglichkeit für Erntebrück. Sackers Flanke senkt sich da gefährlich Richtung Tor und trifft die Latte Fadal mit den Fingerspitzen dran. Die Schlussviertelstunde brachte dann wieder mehr Torraumszenen. Hier Terzicic für Hamm und für den TuS nach einem Eckball der eingewechselte Pschibilko mit dem Kopf an den Pfosten. Erntebrücks Einwechslungen hatten offenbar noch Kraft und sorgten für Gefahr. Hamms Defensive nochmal richtig gefordert. 85. Ibrahimovic im letzten Moment noch ausgebremst von Moy und Fadal. Anspannung im Hammerlager jetzt natürlich auch an der Seitenlinie. Und wieder Erntebrück. Jeschke auf Pschibilko und er findet den Stressabbau dann im Kegelsport. Sein Zwillingsbruder spielt übrigens beim Zweitligisten Kaiserslautern im Moment verletzt. Da könnten die beiden jetzt vielleicht zusammen mal kegeln gehen. Auch wir haben die letzte Möglichkeit durch die drei Einwechslungen. Ivan Cicevic toll gespielt auf Born und die Flanke dann perfekt auf Terzicic. Das Trio fügte sich unter diesen Umständen gut ein. Ein Punkt lag jedenfalls in der Luft. Aber nochmal aufgepasst, 90 plus 3, Ecke für Erntebrück. Saglam tritt an, alle Roten jetzt im eigenen Strafraum, der Ball geht durch und dann ist Fadal da. Geschafft, Maibaum pfiff sofort ab, Fadal hält das 0:0 fest, nachdem der Ball von Kiskas Oberschenkel Richtung Tor klatscht und Ibrahimovic sich noch streckte, um die Kugel über die Linie zu bringen. Und das war's dann auch, eine starke Erntebrücker Mannschaft, spielt zum 7. Mal 0:0. Bleibt somit auf Tuchfühlung zur Spitze und oben bleibt auch die HSV, die hier nach der wirren ersten Halbzeit einen wichtigen Punkt festhalten konnte. Nächste Woche geht es dann nach Beckum. Es ist der Mannschaft zu wünschen, dass bis dahin wieder alle fit sind. Jetzt aber noch die Stimmen zum Spiel. Ich glaube, wir sind heute zum Tabellenführer gekommen, hatten uns viel vorgenommen und hätten unheimlich gerne auch drei Punkte mitgenommen. Ich glaube, wir fangen ganz, ganz gut an. Also die erste Halbzeit, denke ich, sind wir dominant, haben größere Ballbesitzphasen. Vielleicht auch dem geschuldet, weil Sven dreimal verletzungsbedingt auswechseln muss, was natürlich immer dann ja auch ein bisschen unglücklich ist. Haben dann zwei, drei Situationen, ja, die man vielleicht auch dann mit einem Tor abschließen kann, speziell den Kopfball an den Innenpfosten oder an Pfosten. Ist uns nicht gelungen. In der zweiten Halbzeit war es dann so, ja, das haben ein bisschen mehr Zugriff hatte, auch sehr, sehr also ausgeglichener war in der Anfangsphase. Ja, und hinten raus, wo wir auch mal wieder verletzungsbedingt wechseln müssen auf der Außenverteidigerposition, habe ich dann eigentlich den Eindruck gehabt, dass wir alles versuchen, das Tor vielleicht doch noch zu machen und das Spiel zu unseren Gunsten zu entscheiden. Alles in allem war, glaube ich, ein Spitzenspiel. Ja, wird dann vielleicht nachher 0:0 ausgeht, ob jetzt gerecht, ungerecht. Ja, viele ausgeglichene Phasen in der zweiten Halbzeit. Schade, dass wir mit der letzten Aktion das Tor nicht machen, aber wir sind auch gar nicht total unzufrieden, weil ich glaube, ich habe Sven vorm Spiel schon gesagt, ja, hier ist einfach eine gute Mannschaft auf dem Platz, die zu dem Zeitpunkt eine Menge Punkte auf dem Konto hat und ja, dass ihr die ganzen Neuzugänge dann zu dem Zeitpunkt schon integriert habt, zeigt, dass ihr gut gearbeitet habt und deswegen fahren wir heute weg und spielen wieder mal 0:0, aber sind gar nicht vollends enttäuscht, sondern können darauf sicherlich auch aufbauen. Vielen Dank. Aber man hat es heute einfach auch gesehen, dass das mit Sicherheit bei uns noch ein langer Weg ist und eine Menge Arbeit. Wir haben heute gegen eine sehr, sehr gut organisierte Mannschaft gespielt, die uns wirklich vor große Probleme gestellt hat, vor allem auch in der ersten Halbzeit. Ich glaube, unabhängig davon, dass wir dreimal verletzungsbedingt wechseln mussten, ich glaube, das habe ich
in meiner Karriere noch nirgendwo gesehen und nicht erlebt. Aber heute war es soweit. Haben wir trotz alledem nicht wirklich Zugriff gefunden. Ne? Wir wollten schon, dass das Erntebrück mehr im Spiel ist, mehr Ballbesitz hat, um einfach dementsprechend gut die Räume zu schließen, um über die zweiten Bälle zu kommen. Hatten dann natürlich dann irgendwo den Matchplan auch verworfen durch die drei Auswechslungen, wollten in der Phase dann irgendwann mal hochattackieren. Und von daher mussten wir uns rechtzeitig davon trennen und waren auch relativ glücklich und zufrieden, dass wir dann mit dem 0-0 in die Halbzeit kommen, weil da gebe ich Florian recht, in der ersten Halbzeit hatte Erntebrück wirklich mit Sicherheit mehr vom Spiel und auch ein, zwei dicke Dinge auf dem Fuß. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann ein bisschen mutiger gestaltet, hatten vielleicht ein, zwei Dinger, die wir besser irgendwie hätten auch final ausspielen können, den Freistoß da, wo Dalibor Gataric den Ball nicht richtig trifft. Das sind natürlich ärgerliche Dinge. Und hinten heraus haben uns dann tatsächlich auch die Körner gefehlt, wenn man überlegt, welche Spieler danach auf dem Platz standen. Mit David Lohreiter, der, ich glaube, zwischendurch mal 4 Wochen ausgefallen ist, der einfach nicht hundertprozentig fit sein kann. Mit André Born, der seine Sache hervorragend auch gemacht hat, letztes Jahr noch A-Jugend hier bei uns gespielt hat. Yüksel Tercicic, der bis gestern noch mit Magen-Darm flach lag und heute dann direkt irgendwo ins kalte Wasser geschmissen worden ist. Muss ich einfach den Hut vor meiner Mannschaft ziehen, was wir da gezeigt haben, dass wir als Team auf dem Platz weiter zusammengestanden haben, Gas gegeben haben und versucht haben, zum einen erstmal hinten die Null zu halten und vielleicht mit ein bisschen Glück irgendwo das Tor zu machen. Ist heute nicht gelungen, aber es wirft uns nicht um. Nochmal, wir sind auf dem Weg und freuen uns natürlich weiter, ungeschlagen zu sein und hoffen natürlich, dass unter der Woche der ein oder andere Verletzte, Kranke dazustoßen kann und dass wir dann in Beckum dann vielleicht die 3 Punkte einfangen können. Aber dafür müssen wir diese Woche erstmal noch ein bisschen was tun und hart arbeiten. Und ich freue mich tatsächlich auch schon auf das Rückspiel, wenn beide Mannschaften mit voller Kapelle auflaufen dürfen. Wenn es dann so ist. Aber ich hoffe, dass es so ist, damit wir nochmal ein anderes Spiel sehen. Und von daher wünsche ich Erntebrück viel Glück, gute Heimfahrt und wir sehen uns bald. Fragen der Presse? Christian, können Sie schon was zu den Verletzungen sagen? Eine Prognose vielleicht? Mit dem Daniel Gataric bei der ersten Auswechslung war ich gestern persönlich sogar nochmal beim Doc und haben alles versucht. Es war so ein 50-50-Ding, ob er irgendwo spielen kann oder nicht. Hat am Anfang ein gutes Gefühl, aber man hat relativ schnell gesehen, dass er gar nicht in die Zweikämpfe reingekommen ist und dass ihm da einfach was gefehlt hat. Um auch irgendwo größeren Schaden zu vermeiden, habe ich ihn einfach runtergenommen und war, denke ich, auch die richtige Option. Nur Problem war natürlich, dass wir dann den Zwillingsbruder Dalibor dann einen absolut Offensivspieler auf die 6 stellen mussten. Hat uns dann natürlich ein bisschen auch an der Offensive auch gefehlt. Bei Mike Peel war es einfach eine unglückliche Situation in der Außenlinie, wo er, es war auch kein böses Foulspiel, kein schlimmes Foulspiel, trifft ihn einfach unglücklich und hat ein Taubheitsgefühl im Fuß gehabt. Ich denke mal, dass wir ihn noch diese Woche hinkriegen. Und beim Giacomo war es schon unglücklich, weil er am Freitag, was viele nicht wissen, einfach einen Autounfall hatte. Ihm ist hinten einer reingefahren und hat irgendwann mal schwarz vor Augen gesehen. Und dementsprechend mussten wir da ein drittes Mal nochmal handeln. Und absolut ärgerlich, dass, wie gesagt, als Trainer, dass du deine Patronen direkt verschießen musst und nicht hinten heraus nochmal handeln kannst. Aber gut, deswegen gucken wir, dass wir die Jungs, die hinten ran waren, einfach ein Stück weiter ranführen, um es nächste Woche besser zu machen. Mir bleibt noch der Verweis auf die nächste Woche. Dort spielt die Hammer Spielvereinigung auswärts beim SC Roland in Beckum. Die Hammer Spielvereinigung setzt kostenlos einen Bus ein. Abfahrt für alle Interessierten ist hier um 14 Uhr. Ich bedanke mich und wünsche noch ein schönes Restwochenende. Danke. Danke.